heiße Renata Maria Luise mit vollem Namen Neukirchen. Und die Funktion ist, ich bin einerseits Vorstand in unserer Genossenschaft, andererseits aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, sozusagen total im Aufbau. Ja, das mache ich alles ehrenamtlich und bin deshalb wirklich gut eingespannt hier. Ja, das Gasthaus liegt im Großbereich Schwabing Nord, genauer gesagt sozusagen im Domagviertel. Ja, das ist ja wie ein kleines Dorf, wenn man es so genau anschaut, dass eigentlich ja jedes Dorf ein Gasthaus braucht. Und das Besondere ist, dass wir uns vorgenommen hatten, Menschen mit Migrationshintergrund aufzunehmen. Das ist auch in der Küche tatsächlich passiert und erfolgt. Und im Service haben wir den zweiten Schwerpunkt, Menschen, die älter sind und die aber noch aufgrund ihrer Lebenssituation arbeiten wollen und auch arbeiten müssen, dass wir da auch Arbeitsplätze anbieten. Es geht nicht um die Gewinnmaximierung für einen Wirt, sondern es geht darum, dass alle Menschen, die sich hier engagieren, beteiligen, ein sehr gutes, frisch gekochtes, kreativ zubereitetes Essen bekommen zu einem sehr fairen Preis. Dann haben wir nach einer Weile festgestellt, also Gasthaus alleine ist vielleicht doch auch zu wenig. Das heißt, wir machen eine fortlaufende Reihe Jazzkonzerte und zwar immer jeden zweiten Mittwoch im Monat. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur 5. Ausgabe bereits von Made in Munich. Also der Fokus ist, mein Fokus, darum heißt es auch Made in Munich, dass wir Musiker vorstellen den Gästen, die hier leben und wunderbare Musik schreiben und spielen. Also das Gasthaus gefällt mir saugut, weil ich habe ja schon in vielen Gasthäusern was veranstaltet und auch als Sängerin gespielt, gesungen. Und dieses Gasthaus zeichnet sich aus, weil die einfach super nett sind. Und das merkt man in jeder Phase und die arbeiten miteinander und verteilen ihre Aufgaben, ist ganz toll. Also die nahe Zukunft für das Gasthaus ist, dass wir sind ja sozusagen noch im Entstehen und in der Aufwärtsentwicklung. Also wir haben die Aktion 1000 Füßler zum Beispiel ins Leben gerufen, weil wir sagen, 250 Beine fürs Gasthaus reichen leider nicht. Wir brauchen mindestens 600 bis 1000 Beine fürs Gasthaus. Wir wollen einfach, dass die Leute sich wohlfühlen. Und das werden wir nur schaffen, wenn viele Menschen kommen, begeistert sind und wieder viele Menschen hierher locken, sodass dieses Gasthaus irgendwann mal jeden Abend und jeden Mittag voll ist. Das wäre unser Wunsch.